Ich bin jetzt das zweite Mal erst beim Training. Wir gehen in die Adidas Base. Ich bin sehr gespannt, wie es da ist. Ich war da noch nie. Ihr werdet es gleich sehen. Lasst ein Like da. Viel Spaß mit dem Video. Supportet das Ganze schon weiter. Und folgt Adidas Sports auf Instagram. So. Training Day. Bist du bereit? Wir machen nur Yoga oder was? Eine Matte, glaube ich, im Kreis. Dehnen. Wir haben zweimal Spiel gehabt und dann noch. Mittwochspiel wurde auch abgesagt. Weil wir sonst zu viel, ja? Weil wir sonst zu viel Belastung hätten. Falls ihr euch wundert, wieso ich so schnell 500k geknackt habe, das war eigentlich mein Ziel bis zum Ende des Jahres. Aber wir haben innerhalb von ein oder zwei Tagen 100k Follower bekommen, weil wir ein fettes Giveaway haben bei Elevate. Da könnt ihr ein CQP gewinnen. Macht ja gerne mit. Ihr müsst einfach nur Elevate folgen. Elio, mir und Wadi. Und auf YouTube halt auch. Das war's. Ihr müsst nicht zahlen oder sonst was. Und ihr könnt ein CQP gewinnen im Wert von 40.000 Euro. Wir sind jetzt auf dem Gelände. Ich bin mal gespannt. Ich war noch nie hier. Auch wenn es eigentlich so eine Hochburg ist in Berlin. Das ist ein riesiges Gelände. Ich weiß noch nicht genau, wo wir hin müssen. Eli hat bis jetzt nur in Story gezeigt, wie es hier aussieht. Auf YouTube ist es, glaube ich, noch nicht. Ich wollte euch einfach mal so weiter mitnehmen, damit ihr so den Trainingsalltag von uns mehr verfolgen könnt, wisst ihr? Der Mann sagt, Freitag nimmt er uns auseinander. Cool. So, Outdoor-Fitness-Bereich. So, hier ist noch so ein Innenbereich. Janik und Marc machen hier wieder nur Scheiße, wie man sie kennt. El Capitano. Capitano. Was denn? Wir haben jetzt unsere Trainingskleidung bekommen. Adidas hat das Ganze geklärt. Kuss. Gibt's irgendwo S? Gibt's irgendwo XXL? Gibt's S? Was machst du? Ich hab L, Abi. Das wird doch passen. Ich auch. Vielleicht L. Vielleicht auch XL. Vielleicht auch ein X davor. Zeig bitte. Nein. Guck. Zeig mal die Trainingskleidung. Zeig mal. Miami Vibes. Ist cool, was ne? Was ich cool finde? Socken cool. Sieht aus wie in alten Zeiten. Der Mann hat's drauf. Hi, ich stelle mich einmal kurz vor, ich bin Neurologie. Und ja, werde euch heute ein bisschen quälen. Einmal in der Hoffnung, wer von euch schon mal Yoga gemacht hat. Ja? Okay, wow. Nicht alle auf einen. Ich würde sagen, wir starten direkt mit der Mobilisierung. Wie gesagt, ich werde es ernst nehmen. Wie gesagt, wir sind jetzt erstmal noch ein bisschen warmer. Ihr könnt die Arme, die Unterarme mal ineinander verschränken und euch so ein bisschen ab und ab vorn zurückfahren. Ja? Sehr schön. Und wechseln rechts. Und nochmal wechseln links. Sehr gut. Eure Beine hier an und rollen uns langsam hin zu stehen. Ah, gut, einmal rausschütteln. Und dann ist noch mal. Was wir jetzt machen, sind der Kompass mit den Armen. Genau, jetzt die Füße und dann einmal durch das Bein durch. Schaut, dass ihr die Hips kriegen mit dem Kranz. Ja? Und wir strecken. Und wieder zurück. Und strecken. So, Session ist durch, waren jetzt so 40 Minuten und ich muss sagen, sie wusste nicht, welche Liga wir spielen. Ne? Ich glaube, sie dachte, wir wollen Profi werden. Das war so wie, also Niveau war, wie wenn ich bei Nationalmannschaft bin, U19 und dann kommt einmal die Fitnessfrau und macht uns eine Runde Mobi. Also es war sehr professionell, aber doch anstrengend deswegen. Ne? Was sagst du zu dem Training? Geil, geile Einheit gewesen, hat Spaß gemacht. Meine Leiste ist sowieso schon vorher im Eimer gewesen, jetzt erst recht, aber ich glaube, es ist nicht gut. Es wird. Picker, ich bin so ungedehnt. Ich glaube, es ist so schwierig. Es war sehr, sehr anstrengend. Kein Rücken mehr. Keinen unteren Rücken mehr. Ja. Sehr anstrengend, aber ich glaube, wenn man es öfter macht, regelmäßig macht, dann ist es wirklich sehr gut. Bist du zufrieden? Ich bin zufrieden. Mal was anderes. Frag mal Dia, der meinte schon, er ist absolut ungelenkig. Hat man auch genau gemerkt gleich. Aber es ist gut, gute Einheit gewesen. So, ich bin jetzt wieder im Auto. Ja, ich weiß nicht, ob wie viele Szenen jetzt reinkamen. Niki ist immer am Film nebenbei, wir haben einen Kameramann. Ja, ich wollte euch einfach nur ein bisschen auf dem Laufenden halten, damit ihr weiter so die Lesports verfolgen könnt. Heute haben wir halt so die erste Yoga-Mobilität-Dehnungseinheit gemacht. Also es war, ich muss sagen, war sehr professionell. Vielleicht ein bisschen zu professionell für uns, weil halt das Niveau von der Übung zu hoch war für unsere Gruppe. Aber es war halt so ein Test. Ich habe nochmal mit der Frau geredet.
Es war so ein Test, so wie, wo sie sehen kann, wie weit sie mit uns gehen kann. Und danach wird es halt angepasst. Weil ich auch nicht so wirklich wusste, dass wir Kreisliga C spielen. Weil normalerweise nur richtig ambitionierte Vereine da zum Training hinkommen. Und ja, also gefällt mir sehr, wie es bis jetzt läuft. Es hört sich so einfach an, einfach einen Fußballverein zu gründen. Aber dann später das wirklich umzusetzen und die ganzen Möglichkeiten, die wir haben, das alles hinzubekommen. Bis jetzt läuft alles super. Wir sind sehr, sehr, sehr froh. Ja, wir sind sehr froh, wo wir gerade stehen. So, ich bin jetzt back home. Ich freue mich auf jeden Fall morgens wieder Training. Vielleicht mache ich öfter so eine Trainingsvlogs und sowas, wenn ich so auf Bock habe. Ja, Kuss geht raus für die 500.000. Mach bei Elevate Gewinn für mit. Am 15.07. ist der Sommerdrop. Die ganzen Laufer, T-Shirts, die anderen Shirts wurden noch nicht 100% geleakt, aber werdet ihr auch demnächst sehen. Ich muss sagen, Qualität, fit, geisteskrank. Also ich bin sehr, 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 sehr zufrieden mit den Shirts. Ja, Update zu meinem Koffer gibt's nicht. Ich habe keine Neuigkeiten bekommen. Mal gucken, ob ich da demnächst irgendwas bekomme. Auf jeden Fall sehen wir uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt. Du willst mich mitnehmen? Komm vorbei, wenn du mich brauchst. Ich bin jetzt 18. Nein, ich weiß nur nicht aus. Ich bin dein Wingman. Check mit Kaserne auf und was willst du drehen? Mit den Regeln kann ich mir einen Baum. Oh mein Gott. Bubble Boy. Yeah.